erwartet, du Mistkerl. Du wirst jetzt daran glauben erstmal. Deine Ascensions kannst du mal in deinen Arschfalter stecken. Ich hau dich erstmal um. Okay, ich kann nicht degenerate. Kann ich ihn tarnischen? Kann ich auch nicht. Ja, dann buff ich mich wenigstens. Ich weiß nicht, was er jetzt hier am Schaden gleich rausdrückt. Und ich weiß nicht mal, ob ich ihn Schaden mache. Oh ja, tarnisch. Ah, super. Geil, hat sich ja gelohnt. Ja, gut. Weißt du was? Das Spiel kann ich auch. Wenn es wirklich jetzt der Endboss ist, kann ich wirklich alle Potions, alles, was ich bis jetzt gesammelt habe, einsetzen. Weil ich werde sie eh nicht mehr gebrauchen können. So, mein Freundchen, kann ich dir erstmal was am Schaden reinhauen? Wenig, aber ich kann. Logischer wäre erstmal, dich zu analysieren und zu schauen, was ich mit dir anfangen soll. Ah, ich kann nicht! Scheiße, warum habe ich das dann gemacht? Ja, das heißt eigentlich auf gut Glück angreifen, ne? Auf die 10, 15, die ich da mache. Okay, mal schauen. Finaler Kampf. Zeig, was du drauf hast. Stone Cloud. Das ist echt scheiße. Paralysiert. Aber Papa Alfredo hat seine Mittelchen. Ich habe ja viele von Paralysen. Ja, 17 Stück. Also 17 Mal kannst du die Scheiße mit mir abziehen. Ist mir eigentlich Wayne Train. So. Wo immer du auch hin wolltest, weit kommst du nicht, mein Freund. Stirb! Du hast Sydney auf den Gewissen. Er war nicht mein Freund, aber nett war es trotzdem nicht. Okay, er weicht verdammt viel aus. Ja. Ja, 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 ja. Und er macht wieder Stunt-Clown. Kann ich leider nichts machen, außer... Ich kann mal vielleicht... Warte, warte. Ich will mal schnell was gucken, bevor er wegkommt. Kann ich eigentlich... Das ist die große Frage. Kann ich wenigstens Heatbones auf ihn machen? Nein. Also gar nichts geht auf ihn. Das heißt, ich bin auf meinen Skill angewiesen. Und auf den Schaden, den ich mache. Na gut. Dann hauen wir dich mal um, mein Freundchen. Na, 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 wohin mit dir? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Er weicht verdammt viel aus. Ich hasse das. Oh, warte, ich überschreite gerade die Grenze. Sollte ich nicht machen. Dispel, was ist das? Er haut mir alles runter, was ich hatte. Sollte ich mir aber wieder draufbuffen, weil ich die Vermutung habe, dass das das Einzige ist, was mich vom heftigen... Oder? Warte mal. Was ist, wenn ich Herakles mache? Macht das vielleicht mehr Schaden an mir? Das ist echt eine gute Frage. Tatsache, es macht mir Schaden. Ja, okay, gut. Oh, schön, schön, schön. Darauf muss ich jetzt echt aufbauen. Nein, verfickte Scheiße. So viel zum Thema drauf aufbauen. Okay, warte. Oh, schon wieder Dispel. Na gut, ich habe genug Mana Potions auch. Kannst du gerne mir meine Sachen runterhauen? So, ich lower erstmal meinen Risk. Das ist die erste Sache. Ah, davon haben wir noch einige. Perfekt. Dann hau ich mir wieder was hau ich mir drauf? Herakles wieder. So, schon besser. Und jetzt wird er der Arsch wieder versohlen. Komm, stirb doch, verdammte Scheiße. Ich hab dir schon echt viel rausgehauen. Genau, komm in meine Richtung, sehr schön. War zur Hölle, Mann. Wie viel hältst du noch aus? Oh, das war schon saubere Scheiße. Das war's für dich, Penner.
Aber war das schon das Ende? Das war viel zu leicht. Man muss es einfach gesagt haben. Endbosse sind niemals leicht. Niemals. Trumpft er noch mit einer zweiten Form auf? Oder wie schaut's aus? Forget that which pains you. You cannot reclaim what is lost to time. Let it go, there is only regret here. What difference does it make? Wherever you lost a wife and child or killed an innocent family, you cannot bring back the dead. Your hands are tainted with blood. Truth or no, your sins are eternal. Release the past, look to the future, join us, Ashley. Come home. There is no growth without birth. Without a foothold in the past, we cannot walk toward the future. Get thee gone, darkness! Papa! Forgive me, Marco, you must have been lonely. Nah, I'm brave, just like Papa. Tia. Welcome home, Ashley. You've done all you could for us. 'Twas a short time, but I knew happiness with you. You gave me a lifetime's worth of love. Don't cry, Papa. See, I'm not crying, see. But this... Do not be misled by other's words. Believe your heart. Lass dich nicht davon beirren. Das ist einfach eine Illusion. Hör nicht drauf. Alter, Ashley. Hör auf. Du spielst hier mit ganz teuflischen Spielen. I love you, Ashley. Come home, Agent Reard. Your story is not yet finished. Was? Also ist das noch nicht vorbei? Na, ja, das war ja klar. Oh, okay, was macht er da? Oder bin ich das? Nein, das bin ich. Wow! Wo zur Hölle bin ich? Was ist das? Das klingt überhaupt... Oh nein! Was? Zur Hölle ist das für eine abgefickte Scheiße. Gildenstern, du kleiner Pussy Ranger. Was bist, was lebst du noch? Oh nein, das sieht, oh Alter, der sieht gar nicht nett aus. Alter, alles andere als nett. Das sieht so aus, als würde ein Motorrad reiten oder so. Alter, aber das Ding sieht unnormal nicht nett aus. Das Ding will mich fertig machen und ich habe echt Schiss jetzt davor. Das ist nämlich der Endkampf. Alter, auf zum finalen Kampf, Leute! Degenerate, super, das geht ja schon mal super los. So, warte. Ich möchte dich Nein, nicht Quick Manuals. Kann ich dich analysieren? Das wäre mir sehr... Das wäre eine Information, die ich sehr gut gebrauchen könnte. Kann ich überhaupt was auf dich machen? Geht nicht. Geht nicht. Geht auch nicht. Na super. Aber auf mich kann ich was casten. Ja, okay, dann müssen wir wieder auf gut Glück hoffen, dass wir was weghauen. Finaler Showdown, Ubi. Ah, scheiße, ich hau ihn nichts rein.
Fuck, ich hau ihm nix rein. Ich brauch Plan B. Ich brauch Plan B. Wo ist Mana, wenn man's braucht? Ich hab Mana, ich weiß das. Wo ist das? Restores HP, Flamesphere, hier. Sind zwar 100, so viel habe ich nicht, aber jedes bisschen hilft. So. Lauf nicht weg, mein Freundchen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich muss gucken, ob ich vielleicht mit Postasia was an dir irgendwas reißen kann. Ich weiß nicht, was der drauf hat. Das macht mir gerade so viel Angst. Wo ist der? Ah, geil, er bewegt sich. Ich kann nichts machen. Apokalypse. Ja, super. Es klingt schon mal sehr aufregend. Mama mia! Die Hälfte hat er mir weggeputzt. Hier, gleich die 150er reinklatschen. So, ich habe auch eine Idee, was ich machen könnte, um Apokalypse vorzubeugen. Magic Wand. Magic Wand. Damit verhindere ich, dass irgendein Zauber, den auf mich wirkt, funktioniert. Das ist schon mal ein guter Anfang. So. Wo ist der Wichser? Er dreht sich. Ich muss warten, bis er vielleicht in meine Richtung kommt. Nein, natürlich nicht. Zum Kacken, ey, das ist... Klasse. Gravity, das klingt auch nicht besser. Aber das müsste keine Wirkung auf mich haben. Hier, lutsch mein Pimmel, du Pimmel. Pimmler. Ich muss dich analysieren. Ich hoffe, es funktioniert, weil ansonsten sieht das nicht gut aus für mich. Ich bin nicht mal in Range, steht da. Und ich mache ihm keinen Schaden. Super, ich muss mir jetzt irgendwas zurechtlegen. Der sieht aus wie ein Dämon. Ich versuch's mal mit Kyrie Kyrie. Vielleicht passiert da was. So, kann ich... Kann ich? Nur an seinem Chest. Aber das macht auch nichts. Das ist nichts am Schaden. Das ist nichts. Herakles muss ran. Mir fällt nichts ein, was ich gegen ihn anstellen könnte. Ich brauche natürlich eine Waffe, die großen Umfang hat. Also, dass ich etwas ziehen kann. Aber ich bin komplett überfragt, was ich machen kann. Ich mache nur jetzt Magic Ward, damit er mich nicht mal mit seinen scheiß Attacken trifft. Weil die machen schon verdammt fetten Schaden. Und dann, wenn das Ding auch nichts bringt, dann kann ich auch gleich auf irgendwas gehen, was viel stärkere, viel größere Range hat. Klonkleig oder was auch die Scheiße heißt. Da ist er. Ja, super. Wenn er sich nicht so oft mit Psycho drained, aber das dürfte eigentlich noch nicht funktionieren. Sehr gut. Abgewehrt durch Magic. So, jetzt bist du dran, du kleiner Ficker. Ich muss einfach auf gut Glück draufhauen. Was anderes bleibt mir ja nichts übrig. Das ist gar nichts am Schaden, aber ich muss ja irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht einfach rumlaufen und wie so ein kleiner Fotze einfach gar nichts machen. Da haut er mich doch hundertprozentig weg. So. Ah, ich hatte doch. Oh, ich hatte sogar was mit 50. Verdammt. Oh, fucking shit. Ich kann ihn nicht analysieren. Ich kann gar nichts. Das ist doch... Das ist zu kotzen. Was kann ich dann gegen ihn anstellen? Alles raushauen, was geht. Was anderes bleibt mir jetzt momentan nicht übrig. Ich muss vielleicht gucken, ob ich hier mit Break Arts vielleicht irgendwie irgendwas anstelle. Kann ich nicht analysieren, scheiße. Okay, wie sieht's mit Breakouts aus? Kann ich da vielleicht irgendwas machen? So, wie wär's mit Rending Guard? Nichts. Falska? Auch nichts. Cherry Road? Nichts. Ja, super. Ist ja perfekte Voraussetzung, um zu kämpfen.
Okay, dann hau ich einfach so drauf. Ist auch was. Ich muss zwar lange Combo-Chains machen, aber wenn ich sie die ganze Zeit, wenn ich meinen Risk die ganze Zeit low halte, dann können wir ihn vielleicht packen. Ich habe ja davon noch genug. So, wohin mit dir, du kleiner Wichser?